Ups, das war knapp, in nur 44.000 Kilometern Entfernung, also nur etwas weiter entfernt als die geostationären Satelliten mit 36.000 Kilometern, flog der Asteroid 2012 TC4 an der Erde vorbei. Zum ersten Mal wird jetzt aber ein solcher Vorbeiflug genutzt, um Vorbereitungen für den Schutz der Menschheit vor Einschlägen solcher Asteroiden auf der Erde vorzubereiten. Jetzt den Klick zum Science and Fiction von der Frankfurter Buchmesse. Herzlich willkommen. Den Asteroiden 2012 TC4 kennen wir schon seit 5 Jahren. Also 2012 wurde er entdeckt, aber in dieser Zeit konnten wir ihn nur 7 Tage lang beobachten. Das soll jetzt anders werden, denn ein Einschlag eines Asteroiden wie 2012 TC4 hätte verheerend sein können. Ein Einschlag direkt in einer Großstadt hätte wirklich furchtbare Folgen haben können, bis zur vollständigen Zerstörung wie bei einer Atombombe. Der Vorbeiflug soll jetzt genutzt werden, um die Asteroidenerkennung und Nachverfolgung zu testen. Denn das ist die Voraussetzung, um in Zukunft Asteroiden aufzuspüren und dann zu zerstören oder eben ihre Flugbahn zu ändern. Zum ersten Mal kommt dafür die neue Behörde Planetary Defense Coordination zum Einsatz. Diese hatten die USA letztes Jahr eingerichtet, um erdnahe Asteroiden zu entdecken und zu verfolgen. Sie gelten als Auslöser von Massensterben auf der Erde. Alle paar Millionen Jahre steuert ein großer Asteroid auf die Erde zu, der das Leben tatsächlich bedroht. Die NASA hat deswegen das Ziel, bis 2020 alle erdnahen Asteroiden, die größer als 140 Meter sind, zu entdecken. Denn genau diese könnten der Erde gefährlich werden, und zwar zu einem Millionensterben führen. Experten plädieren deshalb immer wieder für eine bessere weltweite Zusammenarbeit und den Aufbau eines koordinierten Frühwarnsystems. Wirklich effektive Abwehrstrategien sind aber noch nicht ausgetüftelt. 2012 TC4 wurde ja eben erst 2012 entdeckt. Damals konnte er aufgrund seines Verlaufes allerdings nur wenige Tage beobachtet werden. Seine Größe ähnelt übrigens dem Asteroiden, der im Februar 2013 über Russland explodiert war. Die Explosion von Chelyabinsk hatte damals lediglich eine Druckwelle ausgelöst. Sie beschädigte mehrere tausend Gebäude und verletzte rund 100 Menschen. Ein Einschlag hätte dagegen die Stadt komplett zerstört. Verglichen mit der Hiroshima-Bombe hatte dieser Asteroid die 20- bis 40-fache Sprengkraft. Entsprechend TNT waren es 600 Kilotonnen. Asteroiden sind ein Überbleibsel von der Entstehung unseres Sonnensystems. Die meisten von ihnen ziehen glücklicherweise weit entfernt von der Erde ihre Runden um die Sonne zwischen den Planeten Mars und Jupiter. Und doch, die Erde ist ständig bedroht von Kollisionen mit erdnahen Asteroiden. Viele Objekte sind klein und verglühen in der Atmosphäre, ohne dass wir es merken. Dass ein Himmelskörper in die Atmosphäre eindringt und explodiert oder einschlägt, kommt allerdings öfter vor, als wir denken. Wie oft das in den letzten 13 Jahren passiert ist, das wurde ja erst jüngst bekannt. Wir haben ja darüber berichtet, 26 Asteroiden sind auf der Erde eingeschlagen, darauf gekommen. Das sind findige Wissenschaftler. Sie hatten die Idee, beim weltweiten Atomteststopp-Überwachungsnetzwerk nachzufragen, ob es andere größere Explosionen auf der Erde gab. Und es waren 26 in 13 Jahren. Lediglich ein Einschlag wurde dabei vorhergesehen. Alle anderen kamen im wahrsten Sinne des Wortes aus heiterem Himmel. Jedes Jahr schlagen also 2 größere Asteroiden hier auf der Erde ein. Und bisher hatten wir großes Glück, denn die Gesteinsbrocken schlugen im Meer, in Wüsten oder in sonstigen unbewohnten Gebieten ein oder verdampften bereits in der Atmosphäre. Die jetzt begonnene Bahnverfolgung ist also ein erster mega wichtiger Schritt, um die Menschheit vor einer Katastrophe zu schützen. Eine wahnsinnig wichtige Zivilisationsleistung, ohne die wir als Menschheit auf Dauer nicht überleben könnten. Wenn ihr kein Video zum Thema und auch zu allen anderen Themen verpassen wollt, dann drückt mir hier ein Abo aufs Auge und vergesst nicht den. Genau, auf die Glocke. Hier geht es weiter mit Asteroiden bedrohen die Erde jederzeit mit noch mehr Infos zu den Gefahren, die von Asteroiden ausgehen. Spannendes Video, claro, also nicht verpassen, draufklicken und ansonsten bis dann. Bleibt dran.